adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs, was geht ab? Und damit ein ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf Foodlovers. Heute mit einem weiteren Video zu den Icon Swap Deals. Wir haben ja bereits ein Video dazu hochgeladen, welche Swap Deals sich am meisten für euch da draußen lohnen, welche Kombination es überhaupt gibt. Heute geht es dann darum, wie ihr die Icon Swap Tokens am allerschnellsten bekommt, ja. Heute geht es vor allem um die Offline Tokens, die Online Tokens. Da habe ich leider wenig Tipps für euch, beziehungsweise einfach nur die Basistipps, dass ihr ja die Erstbesitzer-Aufgabe gleichzeitig mit den Ligen Deals machen könnt. Für die Offline Tokens habe ich auf jeden Fall einen Glitch für euch, beziehungsweise einen Trick, wie ihr das einfach viel, viel schneller und frustfreier lösen könnt, ja. Wie gesagt, bei den Online-Deals könnt ihr, wie gesagt, einfach nur komplett 11 Erstbesitzer von einer Liga bauen oder 11 von UCL-Spieler. Das heißt, ihr könnt zwei Aufgaben gleichzeitig machen, 2x2, einmal die UCL-Spieler, falls ihr die Erstbesitzer habt, was ich nicht von ausgehe, aber die Erstbesitzer könnt ihr auf jeden Fall machen. Bei den Offline ist das genauso, ihr könntet einfach, glaube ich, die Liga NOS-Spieler komplett aus Brasilien bauen, die könnt ihr auch kaufen, dann macht ihr die beiden Aufgaben gleichzeitig. Jetzt denkt euch aber, ja gut, das wusste ich ja alles schon, gehen wir rein mal zu dem Glitch. Das ist der Glitch, den es das letzte Mal bei den Icon Swap Deals auch schon gab. Also falls ihr da schon ein Video gesehen habt, falls ihr den Trick mit der Schussfinte schon kennt, dann kann ich euch leider nichts mehr Neues sagen, dann dürft ihr das Video einfach skippen. Aber ich habe in meiner Story gefragt und sehr viele Leute, über 75% glaube ich, haben diesen Trick noch nicht gekannt. Deshalb will ich euch den so schnell wie es geht, so einfach es geht und mit einem weiteren Proof nochmal in diesem Video erklären. Ich habe das letzte Mal ja kein Video dazu gemacht. Ich würde sagen, wir labern nicht rum, wir gehen direkt rein. Jungs, das ist auch übrigens ein Nachweis. Wir machen das nämlich jetzt hier live auf meinem Account, damit ihr überhaupt wisst, dass es jetzt gerade noch funktioniert. Weil viele haben ja auch geschrieben, der geht ja nicht mehr, der wurde gefixt. Wir werden das jetzt rausfinden. So, den ersten Tipp, den ich euch geben kann, wenn es da draußen von euch Leute gibt, die vielleicht Schwierigkeiten mit Legende oder mit Weltklasse auf Squad Battles haben. Ihr könnt hier immer das schwächste Team nehmen. Ihr sagt euch, okay, 76er Teambewertung ist mir zu stark, also aktualisiert ihr das Ganze einfach nochmal. Ihr könnt diese Swap Deals, wie gesagt, in unendlich mal wiederholen. Diese Squad Battles 40 Matches gehen nur für die Reward in Squad Battles. Die Aufgaben könnt ihr aber unendlich oft machen. Das heißt, ihr müsst immer nur gegen das schwächste Team hier spielen. Und wenn euch selbst das zu stark ist, dann aktualisiert das Ganze bitte nochmal, ja? Ich kenne viele, die haben das einfach nicht gewusst. Ihr könnt auch nach dem 40 Spiel die Aufgaben machen. Habe ich ganz am Anfang von FIFA 20 mal in einem Video erwähnt. Wir gehen also hier rein. Weltklasse ist jetzt diese Aufgabe. Wir probieren das aber auf Legende, weil das, wie gesagt, das Schwerste ist. Ihr müsst hier reingehen. Jetzt vielleicht noch zwei, drei Tipps, die kann ich euch, während wir hier reingehen, erklären, wenn ihr sagt, okay, ihr habt Schwierigkeiten. Das Wichtigste bei diesem Glitch ist, ihr müsst einfach nur ein einziges Tor schießen, ja, bevor der Gegner ein Tor schießt. Und dann funktioniert der Glitch, läuft von alleine durch, aber ihr müsst ein Tor schießen. Wenn ihr sagt, okay, ihr habt Schwierigkeiten, wir gehen jetzt hier rein ins Spiel, sehen den ersten Gegner, dann stellt eure Aufstellung so auf. Ihr nehmt eine Dreierkette. Ihr nehmt eure Offensiven, macht die Anweisung ab, wir belaufen, nach vorne bleiben und auf Pressing. Das heißt, ihr werdet den Gegner sofort unter Druck setzen und jetzt ist es unser Ziel, in den ersten paar Minuten, in den ersten, vor allem auch in der ersten Halbzeit, einfach mal ein Tor zu schießen und das, dann erkläre ich euch, wie das Ganze weitergeht. So, und wenn ihr dann so nach 8 Minuten denkt, so, Digga, ich hasse diese Spieler, dann nehmt ihr auf die Bank einfach ein, zwei starke Spieler, die setzt ihr dann vorne in den Sturm, damit ihr auch ein Tor trefft, ja Jungs, also nehmt eure besten Stürmer und wechselt die dann direkt ein, am besten dann hier, dass da nichts passiert, haut die direkt mal hier einen um. Oh mein Gott, Jungs, Alter, wie peinlich, ey. So Jungs, wenn ihr das dann endlich mal irgendwann geschafft habt, mit ein bisschen Glück oder Können hier das 1:0 zu erzielen, dann habt ihr eigentlich alles geschafft, was ihr hättet schaffen müssen. Das ist eben der Glitch, ihr braucht nur ein einziges Tor. Und jetzt erzähle ich euch, was genau ihr machen müsst, damit das Ganze dann funktioniert. Ihr könnt, wie ihr es gleich sehen werdet, ihr könnt da nichts mehr falsch machen. Das Einzige, was ihr nach dem Tor machen müsst, ist so schnell es geht, einfach mal kurz den Ball zu erobern, ja? Ihr habt den Ball, dann müsst ihr euch einfach so ein bisschen Raum erspielen. Guckt einfach mal, dass ihr die Außen mitnimmt oder so. Und dann macht ihr eine Schussfinte. Ihr drückt hier, ihr seht das vielleicht, Kreis und dann X. Auf der Xbox weiß ich es nicht, auf der PS4. Ja, einfach Schussfinte, Schuss und Passen drücken. Und dann ist noch ganz wichtig, wir machen hier den Glitch gerade auf der PS4. Ich denke, ihr wisst alle, dass ich auf der PS4 spiele. Auf der Xbox reicht es nicht, einfach nur in die gegnerische Hälfte zu kommen.
Auf der Xbox müsst ihr das Ganze im gegnerischen Strafraum machen. Ist ein Tick schwieriger, aber funktioniert trotzdem. Ihr seht das dann hier, was dann passiert. Die Spieler bewegen sich kaum noch. Das ist jetzt hier auf Legende, das heißt, es funktioniert auf Weltklasse genauso. Ihr müsst einfach nur ein bisschen euch Platz freispielen und dann, wichtig, kein L2, kein R2 bei der Schussfinte drücken. Ein Standing Fake Shot und dann bleiben die da so stehen. Ihr könnt jetzt also euch hinsetzen, einen Kaffee trinken, einfach chillen, eine Serie schauen und die Squad Battle Spieler, ihr verliert die ja nicht, die gehen innerhalb von, ja, also der Minimalzeit, sage ich mal, rum. Ja, Rivals würde länger dauern und auch wenn ihr verlieren würdet, würde es natürlich länger dauern. Sobald ihr 1-0 führt, könnt ihr also hier nichts mehr falsch machen, einfach den Fake Shot und dann einfach mal abwarten. Ach, ist schon Halbzeit. Okay, Jungs, wenn ihr dann das Ganze in die Halbzeit geschafft habt, wenn ihr euch irgendwie anders beschäftigen konntet, seht ihr hier schon, die werden euch nicht angreifen. Ihr habt also eine 100% Chance, dass das Ganze funktioniert. So wie ich das sehe, das hat bei mir bisher immer funktioniert auf jeden Fall. Und dann geht ihr einfach in die zweite Halbzeit rein. Und ich weiß nicht, ob wir am Anfang Anspiel hatten, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier natürlich auch wieder die Challenge. Am besten mit Pressing, mit Teampressing oder sonst irgendwas, damit ihr euch ganz schnell den Ball holt. Da müsst ihr dann nur 3-2 Minuten hier rum spielen und dann holt ihr euch den Ball. Spielt ihr natürlich wieder nach vorne, wie gesagt, an alle Xboxer. Ihr müsst in den gegnerischen Strafraum kommen, an alle PS4er. Ihr müsst einfach nur in die gegnerische Hälfte kommen. Sucht euch ein bisschen Raum. Am besten mache ich das immer über den Flügel, keine Ahnung. Spielt ihr euch kurz frei und dann einfach nur den Fake Shot. Und ich glaube, das müsste jetzt funktioniert haben. Legt ihr einfach euren Controller weg und chillt einfach mal wieder ein bisschen. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch irgendwelche Videos reinziehen. Ihr wisst euch ja zu beschäftigen, aber ihr müsst Squad Battles, ja, diesen ekligen Modus gegen Offline, gegen die CPU nicht spielen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dieser Trick hat mir geholfen, ihr kanntet die noch nicht, wie gesagt, ist ja ein alter Trick, den gab es das letzte Mal schon, dann teilt den Trick gern mit euren Freunden, damit keiner von uns hier bei Squad Battles sich ein abschwitzen muss und dass wir diese Swap Deal Tokens von den Offline Einzelspielern eben so schnell wie möglich bekommen, damit wir das Prime Icon Pack öffnen können oder eben die anderen Optionen, wie gesagt, auch darüber gibt es ja bereits ein Video auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, Jungs, lass mir einfach das Spiel mal bis zum Ende durchlaufen. So, Jungs, da haben wir das Spiel auch schon schwitzig bestritten, würde ich sagen. Also wir haben hart gekämpft, war am Ende ein ganz, ganz enges Ding, knapp 1-0 gewonnen. Ja, meine Freunde freuen sich hier natürlich. Läuft auf jeden Fall. Wir haben dieses ganze Spiel jetzt, glaube ich, in ungefähr 15 Minuten, also die Minimalzeit, die man für ein FIFA-Spiel braucht, eben runtergerattert. Wir haben das Ding geholt. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal, dass das Ganze auch funktioniert hat. Wie gesagt, ihr seht hier 90% Ballbesitz, haben wir auf jeden Fall gut geregelt. So, hier der Proof. Wir haben jetzt den ersten Sieg mit unseren 11 Japanern eingefahren. Das könnt ihr mit allen diesen Einzelspielaufgaben machen. Das heißt, ihr müsst gar kein einziges Spiel da richtig schwitzen, weil wie gesagt, die ersten Swaps habe ich persönlich noch Einzelspieler durchgespielt. Und ich glaube, danach wirst du einfach verrückt, weil es überhaupt gar keinen Null Spaß macht. Wie gesagt, wenn euch das Video weitergeholfen hat, könnt ihr natürlich gerne hier eine positive Bewertung da lassen, euren Freunden und so weiter schicken, damit die alle auch kein Einzelspieler schwitzen müssen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wahrscheinlich mit dem nächsten Livestream wieder. Danke für den Support bisher auf den letzten Videos, auch gerade die letzte Woche. Lief extrem gut. Danke auf jeden Fall. Kuss geht raus. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein und ciao.